Aktive Beschäftigung mit der Religion ist in beiden Ländern nach diesen Zahlen sehr gering. Allerdings bietet auch passive Religiosität der Politik ein Instrument, um Wahlverhalten zu beeinflussen. Deshalb hat Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und die Türkei schon 1923 die laizistische Demokratie als Staatsform gewählt. Der Staat soll in religiösen Fragen neutral sein, denn jeder Mensch hat das Recht auf seinen eigenen Glauben. Es gibt etwa 10.000 verschiedene Religionen auf der Welt. Ohne religiöse Neutralität des Staates werden ständige Auseinandersetzungen vorprogrammiert. Wir sollten nicht vergessen, die Angaben stammen von Joss Rosenthal, Wissenschaftsredakteur des österreichischen Fernsehens, dass es in 5.500 Jahren Geschichte 14.513 Kriege gegeben hat, in denen 1,24 Milliarden Menschen ihr Leben verloren. Ich zitiere wörtlich: Ein Großteil dieser Kriege war religiös motiviert. Anfeindung aufgrund unterschiedlichen Glaubens war die Ursache. Ein neutraler und säkulärer Staat soll das verhindern. Echte Neutralität macht Integration leicht. Ein Staat, in dem die Politik versucht, religiöse Gefühle zur Stimmbeschaffung zu nutzen, erschwert Integration. Der Slogan der extrem rechten Abendland in Christenland zielt auf den Missbrauch des Christentums, um Ziele zu erreichen, die schon in der Vergangenheit Leid über die Welt gebracht haben und die mit christlichen Grundwerten kaum etwas zu tun haben. Buket Uzuner, eine sehr bekannte türkische Autorin, die Deutschland aus dem Abstand betrachtet, schreibt in der Anthologie German Dream, Träumen für Deutschland von Wolfgang Blau und Alisa Selene, wenn die türkischen Deutschen und türkisch-deutsch erst einmal das Gefühl hätten, dass sie als vollwertiger Bürger Deutschland zählen, dann hätten sie vielleicht weniger Angst davor, zwischen zwei Kulturen stecken zu bleiben.